Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute zeige ich euch einen super einfach gehäkelten Schal in festen Maschen. Allerdings mit einem kleinen Twist dabei. Die festen Maschen werden ein bisschen anders gegriffen bei der Wolle und dadurch entsteht das Muster ein kleines bisschen anders. Es entstehen eben diese kleinen X'e hier, diese X-Struktur. Super einfach, richtig hübsch. Der Schal hat jetzt eher so eine Kindergröße, aber das Muster könnt ihr natürlich auch ein bisschen breiter und ein bisschen länger häkeln. Dafür dann einfach zwei Knäuelwolle verwenden. Ich habe in diesem Fall eins verwendet. Daraus ist eben super schöner, warmer, kuscheliger Kinderschal entstanden oder natürlich auch für Erwachsene tragbar, wenn er eben sehr eng oder auch einfach nur so einmal um den Hals getragen wird. Und sonst werde ich ein schöner, großer Kinderschal und wie gesagt, sonst einfach zwei Knäuel verwenden. Und wie es genau funktioniert, zeige ich euch natürlich jetzt. So ihr Lieben, los geht's mit der Wolle. Ich krieg sie gerade so aufs Bild drauf hier. Super Tweet ist das, super chunky, also richtig schön große Wolle. 100 Gramm, 90 Meter. Ich werde aus dem einen Knäuel hier einen Schal machen. 50% Wolle, 50% Acryl für 10er Nadeln. Ich nehme tatsächlich sogar die 12er dazu, damit es noch so ein bisschen schöner, lockerer wird und ein bisschen fluffiger. Und ihr seht hier auch schon den Tweed-Effekt drin. Also der Grundton ist tatsächlich so ein grau-lila und als Tweed dann eben durchsetzt mit blau, grün und dunkel-lila. Sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Farbe ist die Nummer 3 und ja, ich würde sagen, los geht's. Erstmal die Banderole raus und zur Seite damit. Dann schaue ich mal, dass ich mir den Faden hier möglichst von innen hole. Das ist der Faden von außen. Ich würde es gerne von innen häkeln. Ja, das ist bei so großer, dicker Wolle meistens auch kein Problem. So, Faden wieder verstecken. Und die Nadel einmal wegwerfen. So, das natürlich nicht nachmachen. Und es geht los mit dem Häkeln. So, da habe ich auch schon den Anfang gefunden. Und ich schlage als erstes eine Luftmaschenkette an. Und zwar, und denke ich mal, so 13 Maschen sollten da schon reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ich glaube, es werden tatsächlich sogar nur 11. Ihr seht jetzt wirklich schon, diese Maschen werden wirklich richtig, richtig schön groß. Also ich belasse es jetzt tatsächlich bei den 11. Ich dachte erst 13, aber ich nehme doch zwei weniger. Die erste hier, die 11. nehme ich als Wendemasche und arbeite dann tatsächlich nur mit den 10 Maschen. Ich steche jetzt immer in die Masche ein und ich häkel eigentlich in festen Maschen, aber ich mache da so einen kleinen Twist dran. Ich mache es nämlich so, dass ich hier über den Faden drüber gehe und mir dann den Faden durchhole und dann beide abmasche. Und dadurch bekomme ich hier eben diesen queren Verlauf des Fadens und es sieht aus wie so ein kleines X vorne. Also immer schön den Faden so ein bisschen anders holen, als man es gewohnt ist. Und dadurch bekommt es eben diese Optik vorne. Das Ganze 10-mal, einmal zur Gegenseite wieder rüber. Und ihr seht auch schon, obwohl es eben nur feste Maschen sind, die ich häkle, bekommt das Ganze auch schon eine schöne Höhe. Also ich lege hier mal meinen Finger so dran, das ist schon so zwei Finger hoch. Also es geht wirklich richtig schön schnell mit der Wolle. So. Und jetzt habe ich mich selber abgelenkt mit dem Reden und hätte gerade fast die Bewegung falsch gemacht. Also es ist, man muss sich wirklich ein bisschen darauf konzentrieren am Anfang, dass man den Faden einfach nicht holt wie gewohnt, sondern so ein bisschen versetzt. Und dann habe ich hier schon meine erste Reihe, einen für die Höhe, drehen und dann natürlich zurückarbeiten. Hier jetzt der Blick auf die Rückseite. Es wechselt sich dann natürlich immer so ein bisschen ab. Hier hinten einfach ja, so einen Bogen drüber. Und ich werde das jetzt mal ein paar Reihen häkeln und euch dann natürlich nochmal ein Zwischenergebnis zeigen. So, jetzt bin ich fast schon am Ende der zweiten Reihe. Jetzt zeige ich euch doch noch den Start mit der dritten. Natürlich genauso wie bei der zweiten eigentlich.
So, hier bin ich angekommen. Hier seht ihr jetzt nochmal wirklich, wie sich diese kleinen X'e, nenne ich sie jetzt einfach mal, so gestalten hier. Und dann wieder einen für die Höhe, wieder drehen. Und dann häkle ich hier die nächste Reihe wieder weiter. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich zu einem kleinen Update wieder. So, hier habe ich jetzt das kleine Update für euch. Man sieht jetzt wirklich sehr schön schon die Farbe und auch den Tweet-Effekt da drin. Ich zähle mal zu euch durch. 2 habe ich hier oben, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Reihen sind es insgesamt jetzt. Und ich messe es auch mal schnell durch. So, einmal schauen. Also in der Breite habe ich circa 17 cm. Und nach den 16 Reihen sind es in der Länge 23 cm. Also ihr seht nochmal, es geht super schön schnell. Es ist richtig schön kuschelig warm, auch nicht zu fest gehäkelt. 10er-Nadel wäre, glaube ich, für mich tatsächlich zu klein gewesen. Wäre es sehr fest geworden, so wird es wirklich schön weich und fluffig. Und ja, ich werde das Ganze jetzt mal fortsetzen. So ihr Lieben, inzwischen bin ich am Ende des Knäuels angekommen und ich habe wirklich nur noch ganz, ganz wenig Wolle übrig. Hat mit der letzten Reihe noch ganz gut geklappt. Hier kann ich den Schal jetzt einfach, den Faden natürlich einfach rausziehen. Dieser Faden wird vernäht und natürlich auch der Startfaden und dann ist der Schal auch schon fertig. Ist jetzt ungefähr 120 cm lang. Ich lege ihn mal so ein bisschen doppelt hierher. Muster wirklich super einfach, ganz, ganz schnell gehäkelt. Von der Breite, die messe ich euch natürlich auch mal kurz, sind es, ja, wie gesagt, sind es eigentlich diese 17 cm geblieben. Wirklich richtig schön kuschelig, super angenehm. Wolle fasst sich auch schön an und wirklich eben ein schöner, kleiner Schal. Perfekt für Kinder geeignet oder wenn man wirklich einfach nur so einmal um den Hals tragen möchte, geht es natürlich auch für Erwachsene. Und sonst wirklich ein richtig, jetzt haut mir hier das Maßband ab. Ein richtig schöner, kuscheliger Kinderschal. Und ich hoffe natürlich, euch hat die Anleitung wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dafür einfach den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.